Am 18. Dezember 2011 gibt es für alle Fans des ostdeutschen Fußballs den Hallenkick der Extraklasse in der Erdgas Arena Riesa. Auch in diesem Jahr wird es ab 11 Uhr spannende Spiele zwischen einer Auswahl der bekanntesten Fußballmannschaften aus den neuen Bundesländern geben. Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und Lokalmatador Stahl Riesa werden bei dem Budenzauber mit dabei sein. Der TSV Stahl hatte bei dem Turnier im vergangenen Jahr sein Debüt gegeben und will auch im Dezember wieder für Spannung sorgen. Vorjahressieger Dynamo Dresden gilt wieder als Topfavorit. Das Team um Trainer Ralf Lohse wird bereits Anfang November in Riesa zu einem Benefizspiel gegen den TSV Stahl Riesa auflaufen. Ein weiterer Teilnehmer ist der Chemnitzer FC. Der Fußballclub musste sich 2010 im Finale gegen Dynamo Dresden geschlagen geben. Außerdem kommt mit FC Rot-Weiß Erfurt der aktuelle bestplatzierte Vertreter aus Thüringen nach Riesa. Kompliziert wird das Sechserfeld durch das Regionalliga-Team vom Halschen FC. Der Freiberger Superregio Cup ist die offizielle Hallenmeisterschaft des Nordostdeutschen Fußballverbandes und hat in Riesa bereits eine lange Tradition.